Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Philipp Ruhland, ich bin Psychopath und Traumatherapeut aus Saarbrücken und heute mache ich ein Video zum Thema Panikattacken und wie die entstehen, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass oft die landläufige Meinung ist, hört man auch oft in Verhaltenstherapeutenkreisen, dass Panikattacken vom Himmel fallen. Meine klinische Erfahrung sieht jedoch anders aus. Panikattacken haben, wenn man oft Leute mit Panik- und Angststörungen behandelt, immer dieselbe Genese. Es gibt immer wieder Themenvariationen im Hintergrund, die sich bei Panikattacken wiederholen. Und heute möchte ich ein Video dazu machen, was alles hinter einer Panikattacke stecken kann. Kurz noch zu den Symptomen. Panikattacken ist eine Störung, die im Volksmund geläufig ist. Sie bestehen aus plötzlichen Beklemmungsgefühlen in der Brust, Atemenge, Kribbelparästhesien in den Händen, weil zu wenig CO2 abgeatmet wird, der pH-Spiegel im Blut steigt und die Menschen empfinden dann schnell sowas wie Todesangst. Ganz häufig kommt es auch zu Schwindelattacken. Also ganz viele meiner Panikpatienten erzählen mir, dass sie Schwindel haben, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie sich so fühlen, als würden sie gleich umfallen. Und die ganze Sache ist auch oft von einer manifesten Todesangst begleitet. Und ganz häufig kommt dann noch zu der Panikattacke irgendwann eine Agoraphobie, weil die Leute so Angst haben, dass ihnen irgendwas Schlimmes passiert, dass sie kaum noch das Haus verlassen und nur noch in ganz bekannten Gefilden sich bewegen. Hinter den Panikattacken stecken aber oft immer wieder dieselben psychischen Dynamiken. Und die erste Dynamik zum Beispiel ist eher eine systemische Perspektive auf die Panikattacke. Das heißt, Panikattacken haben eine Signalfunktion im System. Also die Panikattacke wird im Prinzip von dem sogenannten Indexpatienten verwirklicht. Also der hat die Panikattacke, um zu zeigen, dass irgendwas im System nicht mehr funktioniert, nicht mehr stimmig ist. Also ich will euch das mal kurz an einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Von einer Mutter, die klassische Familienkonstellation, drei Kinder, sie hat zugunsten der Kinder einen Beruf aufgegeben, hat daheim alles gemanagt, der Mann hat eine gute Position gehabt, ist arbeiten gegangen, war der Alleinverdiener und die Mutter hat zu Hause alles gemanagt, die drei Kinder, Sport, Schule, Haushalt und dann kam irgendwann noch die pflegebedürftige Mutter hinzu und in dem Moment war es der Frau zu viel, aber da sie ja einen sehr duldsamen Charakter hatte, da sie immer gelernt hat, fügsam zu sein, sich ihre Bedürfnisse hinten anzustellen, es allen recht zu machen, hat sie plötzlich Panikattacken gekriegt. Und die haben folgendermaßen ausgesehen. Plötzlich hat die Mutter, die immer funktioniert hat, im Wohnzimmer gestanden, hat sich ans Herz gegriffen, hat geschrien, ich sterbe, ich falle gleich um, ich verliere das Bewusstsein. Und dann ist das passiert, was bei Panikattacken am Anfang immer passiert. Der Notarzt ist gekommen, hat sämtliche kardialen Parameter erhoben, EKG erhoben. Und nach kurzer Zeit war klar, es handelt sich hier nicht um einen Herzinfarkt, es handelt sich um eine Panikattacke. Der Notarzt hat ein angstlösendes Medikament gegeben, eine Tavor Expedit, und die Panikattacke war schnell gestoppt. Danach hat es auch nochmal eine Vorstellung beim Kardiologen gegeben. Das ist übrigens auch immer ganz wichtig, dass man so Sachen zuerst mal somatisch abklären lässt, weil Panikattacken und Herzanfälle sind ein Stück weit auch identisch. Deshalb muss bei Panikattacken auch immer eine Abklärung erfolgen. Die hat die Frau gemacht und nach mehreren kardiologischen Untersuchungen kam raus, sie ist herzgesund, sie ist kerngesund und sie hat diese Angstanfälle. Und was hat bei der jetzt die Panikattacke für eine Funktion gehabt? Die Panikattacke hat im Prinzip das ausgesprochen, was sie selber nicht aussprechen konnte. Ich kann nicht mehr. Und weil sie schon von früher Kindheit so sehr zur Fügsamkeit, zur Genügsamkeit, zum ich erfülle allem jeden Wunsch, nur meine eigenen nicht erzogen worden ist, konnte sie natürlich nicht irgendwann sagen, ich muss die Angelegenheiten in der Familie umstrukturieren. Die größeren Kinder müssen jetzt selber zum Sport fahren. Die können im Haushalt schon ein bisschen mithelfen, die Spülmaschine einräumen. Mein Mann hat nicht nur die Pflicht zu arbeiten, der muss sich am Wochenende auch mal ein bisschen um den Haushalt kümmern und mich beim Familienleben unterstützen. Das konnte die Frau aber alles nicht sagen. Aber durch ihre fulminante Panikattacke, die eine Signalfunktion im System hatte, wurden plötzlich jedem klar, die Mutter kann nicht mehr.
Und das ist natürlich so eine fulminante Panikattacke. Dann guckt plötzlich jeder hin, wenn das ganze System denkt, die Mama stirbt gleich am Herzinfarkt. Und das ist ganz oft, ist die Panikattacke ein Hilfeschrei von dem belastendsten Mitglied in einem Sozialsystem. Und dann hat die Panikattacke die Wirkung einer Signalfunktion. Es muss sich was ändern, weil der Betreffende einfach so nicht mehr weitermachen kann. Das Rätsels Lösung war ganz einfach. Ich habe die Frau behandelt, die hat den Hintergrundkonflikt verstanden, hat angefangen, ihre Bedürfnisse zu formulieren. Der Haushalt ist umstrukturiert worden. Sie hat sich mehr um die Mutter gekümmert, die krank war, hat aber auch sich mehr Auszeiten genommen. Es wurde anders verteilt und nach ein paar Wochen war die Panikattacke weg. Und das ist so ein Klassiker, Panikattacke als Signalfunktion. Der zweite Typus hinter Panikattacken ist Panikattacken im Rahmen eines Beziehungskonflikts. Man nennt das auch oft Ambivalenz- oder Autonomiekonflikt. Hier tritt die Panikattacke, wie eben auch, aber in Bezug auf eine Bezugsperson auf. Und diese Panikattacken haben oft den Hintergrund, dass die Betroffenen in der Kindheit eine unsichere oder eine ambivalente Bezugspersonenproblematik gehabt haben. Das heißt, die primäre Bindungsperson, die Mutter oder der Vater, waren ambivalent besetzt. Also mal war der Papa lieb und zugänglich, mal war er eher abweisend und böse. Und somit haben die Betroffenen immer Angst, sich der Bezugsperson anzunähern, sich der Bezugsperson zu nähern. Und plötzlich kriegen die im Erwachsenenalter, weil die primären Bindungen als so unsicher wahrgenommen haben, in Beziehungen Panikattacken. Also der Klassiker ist immer die junge Studentin zum Beispiel, die jetzt die erste festere Beziehung eingeht und mit dem Freund zusammenziehen soll. Und plötzlich entstehen Panikattacken. Hintergrund ist hier, ich verliere meine Freiheit und ich komme wieder in dieselbe Bedrohungslage, wie es in der Kindheit war. Ich habe Angst, mich einzulassen oder meine Freiheit zu verlieren, weil das Bedrohliche von früher zurückkommt oder ich irgendwie in der Falle sitze. Also immer Panikattacken ausgerichtet an der Bindungsproblematik. Ich hatte zum Beispiel meine Frau in Therapie, als ich noch in der Klinik war. Da habe ich am Anfang die Panikattacken gar nicht verstanden. Aber die hat immer Panikattacken gekriegt, wenn sie sich den anderen Patienten genähert hat oder von ihnen weggegangen ist. Das war plötzlich ein Muster, das sich wiederholt hatte. Und das hat im Prinzip diese Beziehung zu ihrer Mutter wieder gespiegelt, die unberechenbar war, wo man nie wusste, wie finde ich die wieder vor? Ist die jetzt freundlich oder unfreundlich? Gehe ich weg, komme ich zurück und die hat mich noch lieb. Also die Unberechenbarkeit in der primären Bindungsperson führt oft zu Panikattacken im Erwachsenenalter, weil die erwachsenen Personen immer noch die Bindungsunsicherheit des Kindes in sich tragen. Und dann behandelt man das so, dass man das auf ein verbal höheres Niveau bringt und die Leute ihre Bindungsbedürfnisse nach Autonomie, Freiheit, Nähe, Zuwendung besser formulieren können und plötzlich verschwinden die Panikattacken. Der nächste Punkt in der Panikattacken ist immer eine inhärente Todesangst. Das heißt, jeder von uns weiß ja im Prinzip, dass er sterblich ist. Jeder von uns weiß, dass wir nur eine gewisse Zeit auf der Erde sind. Aber wir haben alle den Luxus, das haben die Psychoanalytiker beschrieben, dass wir eine sogenannte narzisstische Plombe haben. Das ist natürlich nur eine Metapher, keiner von uns hat eine Plombe im Kopf. Aber die narzisstische Plombe heißt im Prinzip, dass unser Selbstwert und unser Sein davor geschützt wird, dass wir uns den ganzen Zeit Gedanken machen über unsere Sterblichkeit. Während ich jetzt hier das YouTube-Video drehe, denke ich nicht drüber nach, dass es schon 10 Minuten später durch einen Autounfall vorbei sein könnte. Und wenn ich das ausspreche, wird mir zwar klar, dass es die Möglichkeit gibt, die dazugehörige Emotion, die Angst, ist aber abgespalten und trägt nicht hoch, weil wir diese sogenannte narzisstische Plombe haben. Ganz oft hat man aber in der Genese, also in der Entstehung von Panikattacken, dass diese narzisstische Plombe wegfällt, weil der betreffende Patient im Bekanntenkreis plötzlich eine ganz schlimme Todesfall hat. Also es wird ein junger Mann an einem Herzinfarkt aus dem Leben gerissen und plötzlich kriegt die Partnerin Angstanfälle, weil sie merkt, dass der Tod schnell kommen kann. Oder man pflegt einen nahen Angehörigen, der immer auf der Kippe steht. Es geht immer um Tod. Und so nimmt das Thema Tod eine enorme Präsenz ein und plötzlich funktioniert im Gehirn diese sogenannte narzisstische Plombe nicht mehr und die Todesangst bricht durch in Form von Panikattacken. Ganz oft ist hier
das therapeutische Vorgehen, wenn das die Todesangst so bewusst wird, sagt das auch immer was über das Leben. Und ganz oft fliegt die narzisstische Plombe weg, weil der Patient auch ein unglückliches, unerfülltes Leben führt. Also dieser plötzliche Warnschuss durch den Tod vergegenwärtigt dem Patienten im Prinzip, dass irgendwas in seinem Leben fehlt oder in das Leben hineingenommen werden sollte. Und ganz oft entdeckt man dann, wenn man diese Patienten behandelt, dass sie im Leben was Neues entdecken müssen oder ihrem Leben einen neuen Dreh geben müssen und das Leben so nicht weitergehen kann, weil das einfach für sie unglücklich ist. Also ganz oft sind diese Panikattacken, die direkt mit Todesangst zusammenhängen, ein ungeheurer Turning Point, wo die Leute ihr Leben positiv verändern. Also das ist immer eine ganz gute Win-Win-Situation. In Therapie, wenn man den Mechanismus entdeckt, können die Leute plötzlich ihr Leben neu umgestalten, ein erfüllenderes Leben und sehen eigentlich diesen Weckruf durch den Tod mehr als ein Fingerzeig, leb gut, genieß dein Leben, mach was Neues, was dich wirklich erfüllt. Und somit sind das oft eigentlich, wenn man das raus hat, ganz gute Therapien, die dann auch schnell die Panikattacken verschwinden lassen. Der vierte und letzte Punkt ist eigentlich der tragischste Punkt, das ist die Panikattacke als Leitsymptom in einer komplexen PTBS. Eine komplexe PTBS ist eine posttraumatische Belastungsstörung, die meistens auf Kindesmisshandlung, sexualisierter Gewalt in der Kindheit, Kriegserlebnissen oder sowas beruht. Und dort treten manchmal die primären PTBS-Symptome in den Hintergrund und der Patient kommt erst ganz unscheinbar in der Therapie und sagt, naja, ich habe immer so Angstanfälle oder plötzlich kriege ich nachts so Panikattacken und kriege keine Luft mehr oder ich habe schlecht geträumt oder plötzlich hatte ich Angstanfälle. Und ganz oft erkennt man dann, dass hinter den Panikanfällen die Todesangst des Kindes steht, dass er in der Misshandlungssituation oder in der Situation gehabt hat, wo er der elterlichen Gewalt oder der Gewalt eines näheren Angehörigen exponiert war. Und somit ist diese Todesangst, die dann heute wieder erlebt wird, der erste Hinweis-Cue, sich um seine traumatische Kindheit zu kümmern. Also ganz oft kommen die Leute mit einem ganz einfachen Anliegen in Therapie und sagen, mach mir die Panikattacken weg. Und irgendwann, wenn man dann die Biografie exploriert, merkt man, dass die Panikattacke mit dieser schlimmen Kindheit, mit den Misshandlungen in Bezug steht, mit der Todesangst, die das Kind die ganze Zeit gelebt hat. Und dann geht man über die Panikattacken in eine Traumabehandlung und nimmt über die Panikattacken die Aufarbeitung der traumatischen Kindheit auf, was auch heute mit den traumakonfrontativen Techniken wie EMDR super funktioniert. Aber da geht die Panikattacke direkt, die Behandlung direkt in eine Traumatherapie über. Ich hoffe, das Video, du konntest was für dich rausziehen. Also wenn du selber unter Panikattacken leidest, es ist wirklich eine gut behandelbare Störung. Merk dir diese vier Hintergrunddynamiken, Signalkonflikt, Autonomiekonflikt, Auseinandersetzung mit Todesangst und Leitsymptom einer PTBS. Wenn du darunter leidest, mach dich auf den Weg, setz dich damit auseinander. Geh mal schon durch deine Biografie durch, ordne das anhand dieser Kategorien ein und vielleicht gibt es hier einen ersten Hinweis, wo du in deiner Therapie oder in deiner Therapie, die vielleicht bald beginnt, ansetzen kann. Oder es gibt dir einen allgemeinen Denkanstoß. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich immer total, wenn ihr unter dem Video kommentiert und somit mit mir in Dialog dreht. Das macht mir immer ungeheuer Spaß, weil die Kommentare, die ich mittlerweile unter meinen Videos habe, total toll sind. Abonniert meinen Kanal, liked die Videos, unterstützt so meine Arbeit. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.